euch in Acht vor der Dunya, Wattaqun Nisa, und vor den Nisa. Ist damit auch die eigene Ehefrau gemeint? Deine Frau, also ist auch mit eingeschlossen. Damit ist gemeint, yani, Wattaqun Nisa ist nicht unbedingt yani, die fremde Frau gemeint. Damit ist gemeint, yani, lasst euch nicht durch Vergnügen, ja, und durch Angelegenheiten eurer Angehörigen, insbesondere der Frauen, von den eigentlichen Aufgaben und Zielen abbringen. Deswegen erwähnt Allah Ta'ala auch im Koran, innama amwalukum wa auladukum fitna. Euer Vermögen, nicht das Vermögen anderer. Und eure Kinder, nicht die Kinder anderer. Fitna, sie sind eine Fitna.